Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Doro, mit einer neuen Folge Bake Club Spezial, unserer Kooperation mit Google Home Mini. Heute machen wir zusammen Spitzbuben mit selbstgemachter Chia-Marmelade. Und ich habe eine Überraschung für euch. Unser Bake Club Zutatenlexikon ist ab sofort für euch verfügbar. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Zuallererst gebe ich die Himbeeren in den Blitzhacker und püriere die. Ihr könnt natürlich auch gefrorene Himbeeren nehmen, dann lasst ihr die einfach kurz auftauen und püriert sie dann. Die gebe ich jetzt in das Schälchen zurück. Zu meinen Himbeeren gebe ich jetzt Honig und Chiasamen. Das Ganze wird schön verrührt. Dann benutzen wir doch mal unser Zutatenlexikon. Hey Google, frag das Bake Club Zutatenlexikon, was sind Chiasamen? Okay, holen wir uns Bake Club Zutatenlexikon. Chiasamen sind ein Superfood aus Mexiko, das in alten Kulturen als Grundnahrungsmittel diente. Die Samen der Chia-Pflanze sind reich an Omega-3-Fettsäuren, Calcium, Eisen und löslichen Ballaststoffen und sind lange sättigend. Durch den neutralen Geschmack können Chiasamen für herzhafte und süße Gerichte verwendet werden. Ich esse übrigens Chiasamen super gerne als Pudding zum Frühstück. Unsere Chia-Marmelade, die packen wir jetzt erstmal in den Kühlschrank und zwar für mindestens 2 Stunden oder aber über Nacht. Wir können direkt schon weitermachen und zwar mit dem Teig für unsere Spitzbuben. Wir vermischen zunächst die trockenen Zutaten Mehl, Zucker, Backpulver und eine Prise Salz. Die gebe ich jetzt in meine große Rührschüssel und da verknete ich alles mit Butter und einem Ei. Der Teig ist fertig geknetet, aber noch viel zu weich zum Bearbeiten. Deswegen werde ich ihn jetzt in Klarsichtfolie wickeln und in den Kühlschrank geben. Dann wird die Butter fest und später geht das einfacher. Hey Google, stell den Timer auf 1 Stunde. Gerne 1 Stunde und es geht los. Unser Teig ist schön gekühlt und der wird jetzt ausgerollt. Auf die Arbeitsfläche gebe ich ein bisschen Mehl und dann den Teig. Wie ihr seht, ist der schon ein bisschen flach. Ich habe den genau so in den Kühlschrank getan. Dann kann man ihn nämlich leichter ausrollen. Zum Plätzchen ausstechen soll der Teig 2 mm sein. Ich habe hier 3 unterschiedliche Formen. Und zwar einmal für das Oberteil der Spitzbuben. Da kann man den Teig hier so rausdrücken. Das ist für das Unterteil. Und dann möchte ich noch ein Sternchen haben und nicht nur ein Herz. Und da werde ich einfach das zusammen verwenden. Ihr seht, der Teig ist so, dass man das gar nicht rausdrücken muss. Das ist auch okay. Ich nehme jetzt hier den überschüssigen Teig weg und den rolle ich dann einfach gleich nochmal aus. Unsere Spitzbuben kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Hey Google, stell den Timer auf 10 Minuten. Okay, 10 Minuten und es geht los. Unsere Plätzchen sind fertig gebacken und abgekühlt und die werde ich jetzt mit unserer Chia-Marmelade zusammenkleben.
Unsere Spitzbuben sind fertig. Ich habe da noch ein bisschen Puderzucker drüber gestäubt. Das sieht immer so schön weihnachtlich aus, finde ich. Apropos Weihnachten, guckt unbedingt morgen noch mal rein. Da haben wir nämlich ein tolles Weihnachtsgewinnspiel für euch. Also, macht sie nach, lasst sie euch schmecken und bis bald. Tschüss. Schafft das? Ja.